Mir dann, wenn ich loslegen kann. Ich hoffe, das klappt. Ja, das. So, das ist jetzt die Fahrt, ne, mit dem 4-0er und am Steuer ein ganz Prominenter. Und ja, jetzt, wie geht's los, Steve? Soll ich einfach loslegen? Ja. Ja, mein Name ist Timo Bernhard, ich bin Porsche Werksfahrer, schon im 13. Werksfahrerjahr und fahre ganz aktuell den Porsche 911 GT3 4.0. Genau. Und dann wirst du uns und unseren Lesern mal erklären, was das Besondere an dem 4.0 ist und im Vergleich zum 3.8 zum Beispiel. Ja, wie der Name schon sagt, GT3 RS 4.0 ist auf den Motor Hubraum bezogen. Ist ein 6-Zylinder-Boxermotor, wie man es aus dem neuen Porsche 911 kennt. Allerdings jetzt den Hubraum erhöht auf 4,0 Liter. Vormals der GT3 RS von der Generation 297 hat ja einen 3,8 Liter Motor gehabt, jetzt aktuell 4,0 Liter Motor. Ist absolut begeisternd, das Auto. Das Herzstück des Autos ist natürlich... jetzt können wir abholen. Ah, danke schön, ja. Sollen wir nochmal neu anfangen, oder? Schneide es einfach. Jetzt, wir fangen einfach nochmal an und wir fahren jetzt einfach los. So, wir starten jetzt mit... ich hätte sowieso gesagt, dass ich das während der Fahrt erzähle. Ja, oder? genau. Start, es geht los. Alles klar. Oder ich mach aus und fahre dann mal. Soll ich einfach loslegen? Ja, klar. Hallo, ich bin der Timo Bernhard, Porsche Werksfahrer im 13. Werksfahrerjahr. Ich fahre jetzt den Porsche 911 GT3 RS 4.0. Der Name GT3 RS 4.0 schon sagt, ist das Herzstück dieses Modells, dieses Sondermodells, ist der Motor. Jetzt aktuell auf 4,0 Liter vergrößert. Vormals der GT3 RS der Generation 2 hat ja einen 3,8 Liter Motor gehabt. Jetzt hier den 4,0 Liter Motor und ja, das Herzstück dieses Modells ist wirklich der Motor. Und das merkt man auch, dass der über den ab einem gewissen Drehzahlbereich bis oben, bis Max-Drehzahl, also bis 8.500 Umdrehungen, hat er wirklich konstant um die 30 Newtonmeter mehr Drehmoment. Und das merkt man natürlich, wenn man das fährt. Das ist unheimlich extrem, wie der Motor dann ab 4.500 Umdrehungen die Leistung freigibt, bis oben hin konstant. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und dann mit dieser Klangkulisse, mit diesem Saugermotor, der da drauf giert, gedreht zu werden, das ist ein absoluter Wahnsinn. Aber es ist ja nicht nur der Motor, der 500 PS leistet, sondern es ist ja auch das Auto als solches, das ja deutlich verbessert worden ist gegenüber dem normalen GT3 RS. Ja, absolut. Also der, wie gesagt, das Herzstück, man hört es jetzt auch, der, das war jetzt noch nicht hochgedreht, aber man merkt schon, der Motor, der dreht so schön hoch. Auch die ganze Klangkulisse, das macht Spaß auf mehr. Und 500 PS, das ist für mich ein absolut Wahnsinnswert, der hier mit einem Serienauto erreicht wird. Und das erreicht man natürlich auch nur durch Komponenten, die aus dem Rennsport kommen. Zum Beispiel ist die Kurbelwelle, ist wirklich die Kurbelwelle aus dem Rennmodell 911 GT3 RSR. Mit diesem Modell haben wir zum Beispiel die 24 Stunden vom Nürburgring 2009 mit Mantai Racing gewonnen. Also man sieht hier, dass die Symbiose zwischen Motorsport und auch zwischen der Serie, dass die absolut bei Porsche besteht. Ja, und dann gibt es ja auch einen deutlichen Unterschied, ne, dass die Hinterachse nicht mehr mit Gummielementen gelagert ist, sondern mit Kugelelementen, die ja viel direkter, ne, die Kraft in die Kurve einleiten und ein sehr authentisches Gefühl vom Fahrwerk vermitteln. Ja, das Auto, man merkt auch direkt, dass das Fahrwerk auch in einigen Punkten verbessert wurde, auch viel näher am Rennmodell ist. Man merkt, dass die rein vom Fahrdynamischen ist das Auto noch mehr, es scheint so noch mehr an der Straße klebt. Die Vorderachse lenkt sehr gut ein und man kriegt eigentlich direkte Rückmeldung vom Fahrzeug. Das Auto ist unheimlich direkt und das wird erreicht durch die angesprochene Hinterachse. Die ist ja jetzt auch zumindest die untere Querlenkerebene ist in Uniball gelagert und das macht natürlich enorm viel aus und bringt enorm viel
sagen, puristisches Fahrgefühl. Und der Fahrer kriegt, wie gesagt, direkt eine Rückmeldung, wenn man in eine Kurve einlenkt, was macht das Auto, und das Auto lenkt wahnsinnig gut ein. Du bist so lange schon im Rennsport, wie würdest du sagen, mit diesem Auto hätte man vor so und so vielen Jahren was gewinnen können im absoluten Profi-Rennsport? Ja, also das Auto ist schon Wahnsinn, wenn ich mir überlege, 500 PS für einen GT3, das sind ja Traumwerte. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt, der für mich auch eine deutliche Steigerung der Performance des Autos darstellt, und zwar ist das Thema Aerodynamik. Wir haben an der vorderen Stoßstange haben wir seitlich so zwei Luftleitbleche, Flicks genannt im Rennsport. Die Technik kommt auch aus dem Rennsport, und dadurch wird mehr Abtrieb des Gesamtfahrzeugs erzeugt. Der Heckflügel steht ein bisschen steiler, dadurch ist das Auto wieder in Balance, und insgesamt erreicht man dabei Höchstgeschwindigkeit fast 200 Kilogramm Abtrieb des Gesamtfahrzeugs. Für mich sind das Werte, die gab es vor einigen Jahren im GT-Bereich, gab es die gar nicht im Motorsport. Also, und sowas gibt es jetzt schon für die Straße, und das finde ich absoluter Wahnsinn. Und das merken auch die Kunden, wenn sie mit dem Auto fahren, dass das Auto selbst beim Geradeausfahren auf der Autobahn, ist das Auto unheimlich fahrstabil, und es fährt sich eigentlich, man würde es fast sagen, wie ein Go-Kart, weil es unheimlich direkt ist und durch den Abtrieb auch eine nötige Sicherheit gibt, dem Fahrer eine nötige Sicherheit gibt. Bei Sportwagen und bei die an der Rennsportserie sich orientieren, gibt es ja immer zwei entscheidende Fragen. Sind sie alltagstauglich? Die eine. Und die zweite Frage, wie verhalten sich diese Autos im Grenzbereich? Ne? Sind sie gutmütig oder sind sie unberechenbar? Wie beurteilst du den 4.0er? Also für mich ist das Auto ein absolutes Schmuckstück, ist auch ein Traumauto für mich. Also ich würde mit dem Auto nicht jetzt das Auto nicht im Alltag jetzt jeden Tag gebrauchen, aber es ist natürlich möglich. Und zwar auch deshalb, weil der Motor eine unheimliche Laufruhe hat. Wir fahren jetzt zum Beispiel genau 50 km/h im Ort. Wir fahren im vierten Gang, fahren knapp unter 2000 Umdrehungen, und der Motor läuft absolut ruhig und macht gar keine Anstalten. Also man sitzt jetzt nicht so drin und ist jetzt am Ruckeln oder so, sondern wie gesagt, das Auto ist jetzt absolut alltagstauglich, wenn man sich das jetzt vorstellt. Und vom Fahrwerk im Prinzip auch. Kann man auch mit dem Auto langsam fahren, sparsam fahren, aber wenn man die Leistung abfordert, steht sie direkt bereit. Und hast du sicherlich auch den Wagen schon im Grenzbereich bewegt, ne? Und wie ist das? Ist er schwierig zu handeln? Ist er gutmütig? Erfordert es den absoluten Könner? Oder wie ist diese Bandbreite da zu sehen? Ich denke, da hat Porsche einen sehr guten Kompromiss gefunden, dass das Auto puristisch zu fahren ist, also wie ein Rennauto zu fahren ist für die Porsche-Puristen, aber trotzdem im Grenzbereich immer noch das nötige, die nötige Sicherheit hat, dass man nicht eben, dass nicht eben kritisch wird. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass das Auto nicht nur einen absoluten Profikönner erfordert, um mit dem Auto jetzt schnell auf einer Rennstrecke zu fahren und da auch sein eigenes Limit, also das Limit vom Fahrer auszutesten, denke ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kommt das Thema Aerodynamik, das Thema Abtrieb nochmal zum Tragen, weil genau der Fakt, dass das Auto mehr Abtrieb hat als normale Straßenfahrzeuge, gibt dem Fahrer auch wieder eine nötige Sicherheit. Und dann ist es natürlich so, dass es natürlich auch elektronische Hilfsmittel gibt, die man so als Anker auswerfen kann, ne? Für denjenigen, der vielleicht ein bisschen Angst hat, in den Stellenkurven herauszufliegen, da der Bremse einem ja ESB bzw. das Porsche Stability Management einen ja wieder ein. Genau, richtig. Und es ist auch empfohlen, dass man das auf jeden Fall angeschaltet lässt, weil für den Fall des Falles, dass die Elektronik da eingreifen kann, um das Auto wieder zu stabilisieren. Ja, aber wie bei allen Porsche-Modellen ist das trotzdem sehr sportlich ausgelegt und lässt natürlich dem Fahrer auch genug Freiraum, den Grenzbereich des Autos selber zu erfahren. Und ist das Auto jetzt ein Auto für Hobbysportler, für Sportler und für Profis, oder erfüllt es alle drei Kriterien? Aber meiner Meinung nach erfüllt es alle drei Kriterien, weil ich als Profi-Rennfahrer habe meinen Spaß mit diesem Auto und kriege ein Lächeln auf die Lippen, wenn ich mit dem Auto fahre und mit dem Motor hochdrehe oder jetzt auch meine Kurve sportlich fahre. Also das Auto macht mit Sicherheit auf der Rennstrecke unheimlich viel Spaß. Ja, und es strahlt ja auch Vertrauen aus, ne? Also es zickt nicht rum, es ist nicht irgendwie
eckig zu fahren, nee, sondern eigentlich sehr harmonisch und rund. Absolut. Das ist genau der richtige Punkt. Das Auto ist unheimlich harmonisch. Trotz alledem, wenn man überlegt, dass Motor 500 PS sind Traumwert. Ja, und das ganze Paket ist einfach stimmig, das Auto passt. Man kann mit dem Auto über die Landstraße fahren, man kann mit dem Auto effizient, man kann mit dem Auto sparsam fahren, man kann mit dem Auto aber auch direkt auf die Nordschleife fahren und dort seinen Spaß haben. Und auch die Rundenzeit auf der Nordschleife, die mit dem Auto erzielt wurde, die 7,27, ist, denke ich, auch ein sehr guter Bestwert. Ja, und damit wollen wir es jetzt mal bewenden lassen, denn das ist nämlich eine gute Marke, 7,27. Dann, die wird ja sicherlich der eine oder andere noch zu knacken versuchen, zumal ja diese 600 Autos, die ja produziert werden, und es sind definitiv nur 600 Autos, eigentlich schon alle ausverkauft sind. Wenn man sieht, dass das Porsche weltweit 660 Porsche-Zentren hat, ne, da hat doch nicht mal jedes Porsche-Zentren einen Wagen zum Verkauf anzubieten. Und es gibt ja schon viele Leute, die jetzt ganz heiß sind, ich habe es vorhin gehört, ne, diesen Wagen doch noch zu bekommen. Und für dich, Timo, kaufst du ja auch einen? Na, ich bin leider jetzt nicht in der glücklichen Lage, dass mir so ein Auto einfach so zum Hobby jetzt leisten zu können. Leider nicht, aber es ist für mich ein absolutes Traumfahrzeug. Also wenn ich jetzt ein Traumauto wählen könnte, dann wäre das aktuell auf jeden Fall der GT3 RS 4.0, weil er vereint eben alles, was für mich ein Traumauto ausmacht. Das ist von außen, die Optik ist für mich traumhaft. Sag mal, die Farbzusammenstellung mit dem weißen Motorsportdesign, auch eine Tradition bei Porsche, wo jedes Kundensport-Rennfahrzeug auch in weiß ausgeliefert wird. Dann zusammen mit den weißen Felgen, eine super Farbkombination, gefällt mir unheimlich gut. Dann die aerodynamischen Hilfsmittel vorne, die Flicks, der große Heckflügel, was trotzdem aber zusammen als Package einfach auch harmonisch wirkt und jetzt nicht zu laut und nicht zu sehr Tuning behaftet ist, sondern man sieht einfach eine Kombination, dass das Auto stimmig ist in dem Paket, und das gefällt mir unheimlich gut. Und dann natürlich die Fahrleistung, die das Auto bereitstellt mit dem Motor zusammen mit der Fahrdynamik, das alles zusammen macht das Auto einfach zu einem Traumfahrzeug. Und für diejenigen, die jetzt noch weiter träumen müssen, weil sie nämlich kein Auto bekommen haben, sei gesagt, es wird ja irgendwann ja auch wieder einen anderen GT3 geben, eine neue Generation, man muss halt ein bisschen warten, und dann wird dieser GT3 natürlich wieder alles besser können. Das ist der Lauf der Zeit. Und jetzt lassen wir uns noch von Timo Bernhard noch ein bisschen, 2-3 Kilometer durch hier diese wunderbaren Landstraßen kutschieren, und es macht richtig Spaß, und man spürt auch, ohne dass man übers Limit der Straße geht, die G-Kräfte in den Kurven. Viel Spaß! Man sieht selbst, wenn jetzt die Straße ein bisschen wellig ist, wie gut das Fahrwerk diese Bodenwellen ab kann und das Auto eigentlich überhaupt gar nicht unruhig wird. Man merkt, dass das Auto eigentlich in jeder Fahrsituation eigentlich unterfordert ist. Also man muss wirklich mit dem Auto auf eine Rennstrecke gehen, um ans Limit, nur annähernd an das Limit des Fahrzeugs zu kommen. Und die Klangkulisse im Hintergrund, also der Motor, der nach Drehzahl giert, der Saugmotor, das ist für jeden Fahrer ein absoluter Genuss. Und ich bin sowieso ein Saugmotor-Fan, weil man die Leistung direkt parat hat. Man kann jetzt den Gang runterschalten, dritte Gang, Motor spricht direkt an. Man kriegt direkt mit jedem Gasstoß kriegt man vom Motor die Rückmeldung, was sich auch natürlich aufs Fahrverhalten auswirkt. Und kann das Auto könnte man unheimlich schön mit dem Gas auch lenken. Und das macht einfach, in der Kombination macht das unheimlich Spaß. Mit Zwischengas lässt sich super schalten, Getriebe. 6-Gang-H-Schaltung, auch was für die Puristen. Muss man ein bisschen mit Zwischengas nachhelfen, dass die Hinterräder beim Runterschalten nicht stehen bleiben. Aber sowas macht natürlich Spaß. Ja, diesen Zwischengaskursus, den werden wir beim anderen nächsten Treffen mit Timo Bernhard haben. Und liebe Zuseher, liebe Leser von BM und alle Gäste, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht mit Timo Bernhard und dem neuen Porsche GT3 RS 4.0. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich wünsche allen Zusehern bei PM Online alles Gute und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß, oder? Ja.
Spaß, oder? Super. Ein geiles Auto.